Die gescheiterte Kapitalerhöhung der Banca Carige lastet weiter auf dem italienischen Finanzsektor. Der dortige Branchenindex verliert gut 1%, mehr als doppelt so viel wie sein Pendant für die Eurozone. Zu den größten Verlierern zählten die HVB-Mutter UniCredit und deren Rivalin Intesa Sanpaolo. Für die Aktien der Banca Creval konnte zunächst kein Kurs ermittelt werden, nachdem sie außerbörslich um 31% eingebrachen. Das angeschlagene Geldhaus benötigt 700 Millionen Euro frisches Kapital. Wenn der Carige-Deal scheitert, wird es bei Creval auch nicht funktionieren, sagte Fondsmanager Giuseppe Sersel vom Vermögensverwalter Antilia. Quelle: n-tv.de